Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Fußball Manager 22 mit TSV 1860 München. Und es geht nicht direkt rein ins Spiel. Ich muss erstmal auf einen Kommentar reagieren. Der liebe Kevin Hockey hat mir geschrieben, ich soll mal Martinovic von Mannheim für den Sturm holen. Da können wir auch direkt gucken. Martinovic! Dominik Martinovic, ja, ist noch nicht voll gescoutet. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich nehme ihn ins Blickfeld und lasse ihn auch direkt scouten, während die anderen gescoutet werden. Wir gucken auch nochmal. Ich habe ja jetzt ein bisschen nicht gespielt, seit Freitag nicht gespielt und heute ist Montag. Wir gucken erstmal direkt rein, was die Scouts zu sagen. Jetzt zum Beispiel Sidi Sané. Sieht gut aus soweit. Da könnte man wirklich drüber nachdenken. Dann haben wir noch Joe Scully. Sieht auch nicht so schlecht aus. Potenzial ist aber begrenzt, aber er ist voll. Er ist halt voll gescoutet, ne? Und verhandeln wir noch mit irgendwas? Verhandlungsstatus? Ja, mit Arismendi. Eswein. Und Mike Steven Bayre. Mit denen verhandeln wir schon. Den verhandeln wir schon. Neues Angebot für Alexander Oestlein, aber vielleicht gehe ich da dann raus und hole mir Sidi Sané. Das wäre ja auch was. Dann haben wir unseren eigenen Sané und den versuchen wir dann hoch zu pushen. Denn offensives Mittelfeld, gibt es da noch irgendetwas, was mir jetzt so spontan in den Kopf fällt? Was man. Ein Spieler. Offensives Mittelfeld. Ja. 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 Der wurde mir aber woanders vorgeschlagen. Einen Moment, ich muss eben kurz nachgucken. Oder nee. Ich muss nicht nachgucken. Noch, wie hieß er noch? War das von Amerika? Oder Brasilien? So finde ich ihn nicht. Er war Zehner und Argentinier. Vielleicht ist er hier etwas Besseres. Nationalität? Argentinien. Ja, komm, wir machen das mal komplett runter. Und er ist jünger gewesen. So. Finde ich ihn. So, auf den ersten Blick. Palacios. Jetzt war der Argentinier? So muss ich das machen. Ich wusste die Stärke nicht. Mir fällt der Name nicht mal ein. So, 17 ist das jüngste GI. Argentinien Juniors, Sanchez, war das irgendwas mit J, Farias, Pozzo, Silva, Metz, Baringa, Patricio Perez, nein, Baba, De Lupo, Lopez, Valoy, Cortez, Duarte, Zapiola, Parano, Moreira, Miranda, Leandro, Guzman, Dach, Juan Sobald, der war es, ins Blickfeld aufnehmen. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal die Scout-Aufträge an. Wer hat weniger? Tabelle definieren. Du hast zwei Stück drin. Und du hast auch zwei Stück drin. Dann kriegst du ihn. Dann kriegt ein Siedel. Den neuen. Spieler scouten. So, und dann gehen wir. Erstmal in die Mannschaftsbesprechung. So, Teamdynamik. Wir können ja auch jetzt mal mit den anderen reden. Staude. Ja, du bist noch bis Ende. Ich möchte dir eine Verlängerung aufwerfen. Okay, das kann ich nicht versprechen. Quinn Moll. Du musst körperlich stärker werden. Steinheit. Körperlich stärker werden. Daniel Wein. Körperlich stärker werden. Greilinger. Großes Lob für letztes Spiel.
Das Talent macht endlich was draus. Du musst körperlich stärker werden. Talek, du musst auch körperlich stärker werden. Die müssen alle körperlich stärker werden. Marius Wiltsch ist zum nächsten Spiel von Anfang an dabei. Das kann ich dir nicht versprechen. Staude, aber wahrscheinlich werde ich mit Staude, weil 24-67 kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, und da haben wir jetzt mit allen gesprochen. Wir gehen nochmal in die Mannschaft rein. Mölders ist ein bisschen von der Frische am Arsch, aber damit kann ich leben mit seiner Form. Ach, wir können hier noch Regel, ne? Was ist hier? Ne, hier war das nicht. Hier war das bei Taktik? Anweisungen? Nee, hier war das auch nicht. Nee, das war das. Hier bei Regen war das nicht. Training, beim Training war das. Training, bei Training konnte ich das einstellen. Individuell. So, Trainingsumfang. Da kann ich einstellen, guck, wenn sie 91 bis 100 haben, machen wir so, so, so und dann gehen wir hier schon bei 40, 30, 20, 20, 10 und die gar keine Frische haben, müssen gar nicht trainieren. So, dann habe ich das vielleicht auch mal ein bisschen besser. Dann habe ich das auch mal ein bisschen besser. So, und dann gehen wir rein in die Partie. Gegen Braunschweig. Das letzte Spiel lief ja perfekt. Und dann starten wir auch jetzt direkt. Der geht raus und spielt ordentlich Fußball, sag ich. Wir sind ein bisschen Da war jetzt stärker. gerade kurz Sound an. Auf Übelste. Und in der dritten Minute, da schon mal das, kriegst du in eine flache Hereingabe von Golden hinein und schaufelt den Ball vom Elfmeterpunkt an, fällt jetzt vorbei ins Tor. Er macht direkt sein fünftes Tor. Beste Leben. Biangi dirigiert seine Mittelfeldspieler da sehr gut im Mittelfeld. Das ist auch schon mal interessant. Also wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. An der Außenseite aus Außenlinie bringt Nicolau Lex zum Fall und sieht dafür die gelbe Karte. Wir spielen hier mit Abseitsfalle. Ja, mit Konter spielen wir nicht wirklich. Dafür haben wir nicht die Formation. Hab ich mir gedacht. Und jetzt nochmal der Angriff von uns. Welch ein Schuss von Golden aus 30 Metern. Jetzt muss er hier sein ganzes Können aufbieten und lenkt den Ball gerade noch über die Latte. Das heißt, jetzt kommt Daniel Wein, ne? Eine gute Ecke von Daniel Wein. Die Ecke kommt hoch herein. Plätschi pflückt den extrem gefährlichen angeschnittenen Ball trotzdem sicher herunter. Okay, nice. Nice, 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 nice. Wir spielen hier äußerst clever in der Defensive. Wir stehen die Münchner sicher und spielen dann schnell und konsequent nach vorne. Braunschweig ist noch nicht richtig im Spiel. Frühes Tor, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Okay. Biancardi und Krause geraten im Mittelkreis aneinander und sagen sich ein paar unschöne Worte, aber Matthias Lämpchen geht sofort dazwischen und bringt die Streithähne wieder zur Vernunft. Es gibt keine Karten, keine Konsequenzen. Okay, das war schön geregelt, sehr gut geregelt vom Schiedsrichter, muss ich sagen. Beide wollen in die Pause. Kann ich mitleben, aber nein, vor der Pause noch einmal eine sehr gute Chance von uns. Mölders taucht nach einer schönen Kombination alleine vor Fejcic auf. Der kann den ersten Ball noch halten. Aber Lex staubt dann zum 0 zu 2 ab. Perfekt, 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 perfekt. Vorlage Sascha Mölders. Wird als Vorlage gezählt. Perfekt, und so kann man in die Halbzeit gehen. So kann man wirklich in die Halbzeit gehen. So haben wir uns das vorgestellt. Wir machen wieder alles. Möllers wieder hier loben. Du wirst motiviert. Dann die 2,0 wird gelobt. Die 2,0 wird gelobt. Und Ressler hier, du bist auch noch motiviert. Dann werdet ihr etwas niedergeschlagene Spieler werdet massiert. 4,5 haben wir nicht, weil 4,5 wird ja bei mir, wie man weiß, ausgewechselt. Wir gehen direkt in die zweite Halbzeit. Die Mannschaft wird aufgewärmt und wir starten direkt mit einer Ecke von rechts. Von Wein. Kein ernsthaftes Problem für Fecic.
Er kommt heraus und schnappt sich das Leder. Mölders kriegt auch gleich schon eine Pause. Wahrscheinlich in der 60. Weiter Anwurf, Einwurf erstmal von Bär. Pitches kommt heraus und fängt den Ball ab. Aber sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings und der TSV 8060 München ist wieder im Ballbesitz. Krellinger kommt problemlos an Schulz vorbei. Doch Fitches kann retten. Gefällt mir gar nicht, gleich den besten Spieler rauszunehmen, aber was soll's. Dann ein gefällig vorgetragener Angriff des TSV 1860 München. Biancardi mit unkonzentriertem Abschluss, der nur zu einem Abschluss führt. So, dann gehen wir mal in die Aufstellung. Ne? So, wir gehen in die Aufstellung. Mölders kriegt eine Pause. Und ich denke, ich will mal was ausprobieren. Ne, der kommt nicht so gut. Talle kommt da rein. Neudecker darf mal hier für Daniel Wein rein, würde ich sagen. Der kann das nämlich auch. So. Dann haben wir meine drei Wechsel durch und hoffen das Beste. Eine 0-2-Führung jetzt in 30 Minuten verspielen ist nämlich durchaus möglich. So, der Dreifachwechsel von 1860. Perfekt, perfekt. Ngozi Diao kriegt auch noch seine Spielzeit jedes Spiel. Ist auch schön für ihn. Dann kann er sich auch entwickeln. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch was Besseres auf der Bank für Lex und Mölders, was ich dahinter aufbauen kann, weil Mölders macht ja auch nicht mehr so lange. Ich versuche natürlich, dass er noch ein Jahr ranhängt, aber erstmal der Angriff von uns. Ecke von links, Neudecker. Die Ecke ist ein Tick zu kurz. Und kein Problem für Bernd, der den Ball unter Kontrolle bekommt und klären kann. Schade. Oh, jetzt nochmal ein Angriff von Danilo Wiebe. Spielt einen langen Pass auf Girf. Denn der nimmt den Ball gekonnt an, dreht sich um Belkahia, schießt. Der 60er Torhüter Kretschmer rettet mit einer absoluten Glanzparade. Er ist da. Er ist da. Und Bär holt sich die gelbe Karte. Unterbindet hier mit einer guten Aktion einen Angriff des Gegners. Nee, holt sich keine Karte. Das war einfach nur sehr gut gemacht. Krellinger hat sich verletzt und muss das Spielfeld verlassen. Ja, und ich habe einmal komplett durchgewechselt. Schädelprellung. Und ich kann nicht mehr wechseln. Dann Lex. Wir spielen mit einem Stürmer. Ich will das Mittelfeld besetzt haben. Das ist bitter. Jedes Mal, wenn man zu früh wechselt. Weiter Abschlag von Pages. Geert nimmt den Ball mit und ist plötzlich durch. Schießt sofort. Glanzparade von Kretschmer. Ja, der macht sein Ding. Es ist noch eine. Ja, Spieler des TSV 1860 München sind jetzt voll konzentriert. Spielerwechsel, 15 Minuten noch und immer noch 2-0. Es kann auch alles passieren, wir sind halt einer weniger, das ist das Problem. Wir sind halt einer weniger. Martin Koblianski kriegt die gelbe Karte wegen Meckern. Ja. Jetzt kriegt er die gelbe Karte. Gessler mit einer klaren Tätigkeit und kriegt gelbe Karte. Da hat er Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt. Herr Steiner spielt nächstes Spiel wieder wahrscheinlich, weil der hat auch nicht so Gutes. Er hat halt gute Form gehabt, ne? Und da setze ich ja auch viel drauf. May mit aller Welt faul an Diao und holt sich die gelbe Karte. Ja, es passiert nicht mehr viel. 8 Minuten noch. Sieht gut aus. Nochmal ein Angriff von uns. Ecke von rechts, Neudecker. Vierte in diesem Spiel von uns. Neudecker zieht den Action von der rechten Seite vom Tor weg. Der Ball segelt aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Marcel Bär. Der Schuss geht aber links am Tor vorbei. Dessen Schuss. Es ist sehr ruhiger jetzt. Es ist gerade ein bisschen ruhiger. Nachspielzeit von 3 Minuten. Also es sieht sehr gut aus, dass wir das hier auch zu 0 mitnehmen. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und das Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen auch das zweite Spiel
Wir gewinnen auch das zweite Spiel. Mit 2 zu 0 gehen wir rein. Bester Spieler ist Becker hier von uns. Wir gehen in die Ergebnisse rein und gucken, wen Wiesbaden teilt sich die Punkte mit Würzburger Kickers. Magdeburg verliert gegen die 2000 Freiburg. Wer teilt sich die Punkte mit Waldhof Mannheim? Wir gewinnen erneut. Gegen Braunschweig, Duisburg teilt sich die Punkte mit Saarbrücken, Kaiserslautern teilt sich die Punkte mit Köln, Osnabrück gewinnt gegen Halle Schaff C, TSV, Havelse, oh Gott, man müsste sprechen können, gewinnt gegen türkische München, Viktoria Berlin teilt sich die Punkte mit Mannheim und Dortmund 2 gewinnt 5 zu 1 gegen Zwickau. Wer hat denn da mitgespielt? Ja, Steffen Tigges, Franz Pfanne. Ja, aber wenn so ein Spieler wie Steffen Tigges damit spielen darf, ist klar. Er spielt ja jetzt so. Oh, der hat sogar einen Bruder. Der ist Torwart. Interessant. So, dann gehen wir. Ah, nee. Wir gehen nicht in die Stimme. Wir gucken. Wir sind weiterhin mit 7 zu 0 Gegentoren auf dem ersten Platz. 2 Spiele, 2 Siege, 6 Punkte. Also, ich kann mich Stand jetzt nicht beschweren. Dicht gefolgt sind wir von Osnabrück. Mittlerweile sind wir nicht nur die. Sind wir. Nicht mehr nur einer von vielen, wir sind jetzt einer von zwei mit 6 Punkten. Dortmund hat jetzt 4 Punkte, ist auf dem dritten. Dahinter kommen Würzburg, Saarbrücken und Kaiserslautern. Und dann geht es los mit 3-3-3-3, 2-2-2, 1-1-1. Und Hallischer FC hat bis jetzt noch kein Spiel gewonnen. Jetzt gehen wir in die Stimmen. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, die Partie lange offen gehalten, aber unser Pech war, dass TSV 1860 auch sehr gut gespielt hat. Sie waren in den zwei wichtigen Szenen besser und haben deshalb gewonnen. Trainer Michael Schiele, Eintracht Braunschweig. Das ist ganz allein der Verdienst der Mannschaft. Mein Team und ich haben nur die Rahmenbedingungen geschafft. Umgesetzt hat es die Mannschaft ganz allein. Florian Teichchef. Zitat des Tages: Verhüten ist mein Leben. Philipp B. aus Hattingen, Fan MSV Duisburg. Besser ist es. Besser ist es. Spieltagsstatistik. Wir gucken mal in die Mannschaft. Ist einer von uns dabei? Mölders ist im zweiten Spiel zum zweiten Mal nominiert. Läuft gut bei ihm. Becker hier wurde zum ersten Mal nominiert von uns. Und von Dortmund sind direkt 4 Stück mit Tigges, Hober, Pasalic und Pfanne. Alle zum ersten Mal. Koblianski von Eintracht Braunschweig, Ritsch von Freiburg, Zweiter und Quadro und Volkmar und Weinkauf von Duisburg und Quadro ist genauso wie Mölders zum zweiten Mal nominiert. 2 Spiele, zweimal in der 11. Spieltag. Das läuft gut bei euch. Good Games. GG. Wir sind jetzt beim Spiel gegen Duisburg. Am Dienstag auch noch direkt. Das ist natürlich noch bitter für unsere Frische. Dann haben wir ein paar Scout-Berichte gekriegt. Mal gucken, was sie hier so sagen mittlerweile. Ich will die Scout-Berichte, nicht irgendwas anderes. Die 60er Stärke hatte. Ist jetzt auch voll gescoutet? Nein, noch nicht. Dann haben wir den Scout-Bericht von Scully, Ben und Regesse. Ja, okay. Ein Tag noch nach dem Spiel gegen Duisburg geht's weiter. Aber Mölders, Infektion. Er kommt in die zweite Mannschaft. Warte. Infektion bis zum 29.07. Ja. Aktion in die Reserve verschieben bis zum 3.8. noch nicht. Kapselriss, 5.8. ist jetzt verletzt. Da kann er mal zeigen, was er hat. Ich habe jetzt ein Angebot für ihn gekriegt, wo ich auch handeln werde. Grellinger, ja, Schädelprellung ist am 30.07. Jetzt kann Saude könnte spielen, aber nein, der Typ ist auch verletzt. Beste Leben. Mölders ist verletzt und ich habe keine Stürmer mehr. Ich brauche ein linkes Mittelfeld. Kann neben Saul noch jemand ein linkes Mittelfeld spielen? Steinhardt. So. Dann Lex. Dann hat Duisburg jetzt übelste Chancen, gegen mich zu gewinnen. Sonst Kretler, Wein und so, die müssen durchhalten. Knöpfel nehmen wir mit und haben wir sonst noch irgendwas? So Dresel, Deichmann. Bitter, es ist bitter. Wenn man keine Spieler hat, ist es einfach bitter. Aber wir sind ja noch im Juli. Wir können ja noch den einen oder anderen Spieler eventuell holen. Kann man noch was gucken?
was man machen kann. 703 Stärke, es geht auch, ne? Geht eigentlich auch. Talek ist natürlich nicht so, Wein ist nicht so ganz fit. Steinhart, ja. Bär, was soll ich machen? Du, defensives Mittelfeld kannst du auch spielen, aber du bist auch nicht so ganz fit. Gibt's hier denn noch irgendwas, wo ich sagen kann, wow, diese Laie würde mir wirklich sehr viel weiterhelfen? Nansha, eventuell würde mir sehr weiterhelfen. Koulibaly. Wojo Koulibaly. Ne, das ist auch nicht so. Nur realistische Transfers. So, was wird hier denn angeboten? Dimitri Demarkes, Lukas Hinterseher. Die werden nur Laie. Sebastian Polter. Wir warten auf die Scout-Berichte. Wir gehen jetzt rein in das Spiel gegen Duisburg. Textmodus. Gebt euer Bestes. Hoffen wir einfach. Perfekt. Das Auto wurde falsch geparkt. Das habe ich deswegen noch nicht vorne noch ausgemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber jetzt haben wir es. So, und der dritte Angriff. Ein extrem weiter Einwurf von Pjotr von der rechten Seite in den Strafraum. Das ist schon passt schon eine Flanke. Bujas verlängert. Oral Ademi ist in Witzigkeit schneller als schlank. Dabei geht vom Innenpfosten unerreichbar für Kretschmer über die Torlinie. Und jetzt haben sie das frühe Tor. Und wir haben unser erstes Gegentor kassiert. Aber wir antworten. Mit Glück gelangt der lange Ball in den Laufweg von Talik. Der trägt den Ball über 30 Meter, passt dann auf Lex. Dieser schießt sofort. Aber der Kopf von Quattro ist im Weg. Und dieser fällt den Ball zur Ecke ab. Wäre eine schöne Antwort direkt gewesen, eine Minute später. Aber jetzt kommt erstmal die Ecke von links Daniel Wein und ich muss immer noch die Aufgaben klären. Obwohl Daniel Wein das nicht so schlecht war. Thiago kommt bedrängt von Bellkopf zum Kopfball. Da fehlt aber das Tor gleich um einige Meter. Duisburg spielt hier mit Abseitsfalle. Okay, nice. Bis dat, Kur, Zita, dat. Doppel gibt, wer gleich gibt. Okay. So ein frühes Tor verfehlt auch selten seine Wirkung. Und jetzt nochmal der Angriff von uns. Weite Kopfballvorlage von Daniel Wein. Dayo steht völlig frei vor Weinkauf und schiebt Brocken rein. Perfekt. Perfekt. Mehr kann man sich nicht wünschen von seinem Stürmer, der eigentlich kein Stammspielerpotenzial hat. Aber perfekt. Bachlaros holt sich dann noch einen Ball, damit er im Spiel bleibt. Sehr guter Einsatz. Und das lieben die Fans. Dann jetzt nochmal Golja Push, mogelt sich in den Strafraum, verlängert eine Flanke von Mumbai mit dem Hinkopf auf den langen Pfosten. Aber vorbei an Freund und Feind. Ah, vorbei an Freund und Feind und dann ist es aus. Niklas Lang bringt Ademir zu Fall, dafür gibt es den gelben Karton. Da macht er sein erstes Spiel und macht schon Scheiße. Aber nochmal. Gordon flankt von rechts hoch in den Strafraum des Zebras. Erik Talik ist eher am Ball als Stefan Welkow. Der ihn anschließend eigentlich von den Beinen holt, aber der schießt sich gerade nichts zu sehen. Ne? Ja. Perfekt. Perfekt. Power her. Wo bist du? Scheinbar brotlose Kunst in der Situation des TSV 1860 München. Man lässt den Ball wunderbar über viele Stationen laufen. Dann hat Diao aus 11 Metern eine wirklich gute Chance. Aber er verfehlt das Tor von Weinkauf knapp. Aber er hat schon sein Tor gemacht, da kann man sich nicht beschweren. Ja, Weinkauf hat nach einem Zweikampf mit Moll eine klaffende Wunde anstehen. Da lag aber allerdings keine Absicht vor. Das hoffe ich auch. Wir wollen die Gegner nicht verletzen. Wir wollen fair bleiben. Nochmal kurz vor der Halbzeit. Lex wird links steil geschickt. Will an Mumbai vorbeigehen. Bleibt zunächst hängen. Aber der erfahrene Mannschaftskapitän setzt erfolgreich nach. Holt sich den Ball wieder. Spielt ihn flach in die Mitte. Dort lauert Diao. Aber Volkmar kann dessen Schuss gerade noch zur Ecke ablocken. Das heißt, wir kriegen noch eine Ecke kurz vor der Halbzeit. Daniel Wein, die zweite Ecke in diesem Spiel. Die Ecke ist ein Tick zu kurz. Und kein Problem für Quattro. Der bringt den Ball unter Kontrolle und kann klären. Ah, Wilkop kann nicht mehr zurückkommen. Die Wunde blutet zu stark. Platzwunde. Beste Lebens.
Eine Nachspielzeit von einer Minute wird angezeigt. Und diese Minute kriegt Duisburg. Alaba hier kommt problemlos an Gordon vorbei. Doch Kretschmer kann retten. Okay, perfekt. Kretschmer ist im Spiel. Abpfiff, erste Halbzeit. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber mein Husten macht mich immer noch fertig und ich musste mich übergeben. Warum ich euch das erzähle? Weil ihr einfach... Ihr müsst einfach dazugehören. Ihr müsst einfach dazugehören und das wissen. So, dann gucken wir. Niklas Lang wird ausgewechselt für Salga. Dadurch machen wir die Mannschaft nochmal ein bisschen stärker. Und ja, der hat eine 4,5, was soll ich sagen, ne? Kevin Godin wird ausgewechselt für Wiltsch. Der hat eine 5, da kann ich nichts zu sagen. Dann gucken wir erstmal. Erstmal müsst ihr hier massiert werden. Die 66 und die 67. Dann, du bist motiviert im Tor, weil du machst eigentlich keinen guten, keinen schlechten Job. Du bist motiviert, du bist motiviert. Steinhardt wird motiviert und Moll wird motiviert. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann gehen wir erstmal rein. Einen Spieler behalte ich mir vor, falls wir wieder ein paar Letzten haben. Und wir hoffen auf das Beste für die zweite Halbzeit. Wir hoffen einfach das Beste für die zweite Halbzeit. So, erstmal werden unsere Wechsel durchgezogen. Dann kann ich nochmal einen Schluck trinken, um meinen Hals zu beruhigen. Ist schon ziemlich scheiße. Sie wechseln auch. Ach ja, Welkoff musste sie auch wechseln. Rettet in höchster Not gegen Ademi. Der erfahrene Routinier hätte sonst freie Bahn gehabt. So, und wir machen jetzt etwas, was ich die letzten Spiele gar nicht machen musste. Ich sage, geht drauf. Aber erstmal der gute Angriff von Ademi. Er hält das Leder in aussichtsreicher Position. Doch, die Schiedsrichter sagen Abseits. Eine Fehlentscheidung. Aber bisher die einzige. Vielen Dank, das Stadion ist ausverkauft. Das ist schon mal perfekt. Trotz Corona-Zeiten, aber das ist ja im Fußballmanager nicht so präsent. Geht drauf, weiter, nochmal. Eine sehr gute Chance von Duisburg. Mbombi, Pass von halb links vors Tor. Er sucht Buhadus, der aber einen Schritt zu spät kommt. Und Salga kann klären. Salga kommt rein und klärt. Perfekt. Wir finden nicht einen Weg. Momentan finden die Münchner Löwen nicht den Weg in den gegnerischen 60er. Aber jetzt, Quado geht bei einer Flanke von Marcel auf Nummer sicher und klärt der Kopf zur Ecke. Das heißt, jetzt kommt Weinzeit. Ecke von rechts, Daniel Wein, die dritte in diesem Spiel. Wird sie diesmal was? Die Ecke hat eine ganz einfache Beute für Weinkauf. Bitter, bitter, bitter. Da habe ich kurz gehofft. So, Aufstellung. Dann kriegt Lex Pause und Knöffel darf sein Debüt geben. Da haben wir einen sehr schlechten Sturm, aber Diaro hat ja auch schon sein Tor gemacht. Mal sehen, vielleicht kann er uns ja auch überraschen, Knöffel. Ein bisschen frisches Fleisch. Aber Fletcher muss gerade wegen einer Attacke von Salga an der Schulter behandelt werden, der läuft hart bei euch. Und nochmal der Angriff von uns. Ein guter. Daniel Wein sucht Diao. Trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert gelangt diese Kugel dennoch zu diesem. Aber der junge Stürmer kann den Ball trotzdem stoppen. Und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus einem Meter am Lenz reagierenden Leo Weinkauf. Stoppelkram kommt für Bakir. Oder geht für Bakir? Kommt für Buck hier. Und jetzt Talek schießt hart vom linken Strafraum auf kurze Eck. Weinkopf reißt beide Fäuste hoch und rettet zur Ecke jetzt. Wein. Die Ecke kommt normal. Ecke von links. Vierte in diesem Spiel. Viermal. Komm schon. Daniel bringt das Leder in den rechten, in den Strafraum zu Salga. Der den platziert in die linke Ecke köpft. So, sag ich doch. Die vierte. Die vierte macht's. Die vierte macht's. Perfekt. Moll kriegt die gelbe Karte wegen Haltens. Aber ist egal. Wir führen. Das ist schon mal sehr. Duisburg wird rauer. Das heißt, wir können nicht in der letzten Minute das Gegentor zur Niederlage kassieren. Nein. Wir können nur das zum Ausgleich kassieren erstmal. Aktuell müssen die zwei Tore schießen, um uns zu besiegen. Und das ist das Wichtige. Push hat sich anscheinend verletzt.
Wein spielt den Mannes aus. Das ist schon mal fair. Aber es geht für Push weiter, das ist das Wichtigste. 83, 7 Minuten noch offiziell. Und die Zeit läuft. Jetzt nochmal der Angriff von Duisburg. Bruder legt im Strafraum Push zurück. Zu Push zurück. Dessen Fersche stellt aber keine Probleme für Kretschmaler. Der ist auf dem Posten. Komm, die letzten Minuten gehen wir nochmal drauf. Nochmal ein Angriff von aus Ecke von rechts. Daniel Wein, die 5 diesen Spiel. Wird es genauso sein. Extrem scharf getretene Ecke von Wein. Seiger köpft aus 8 Metern aus zentraler Position in die dritte Etage. Ach, bitter. Oh, nochmal. Scheinbar brotlose Kunst von 1860 München. Man lässt den Ball wunderbar über viele Stationen laufen. Philipp Schöller aus 13 Metern eine wirklich gute Chance. Aber er verfehlt das Tor von Weinkauf knapp. Hier ist pünktlich Schuss und wir gewinnen auch das dritte Spiel in Folge. Es läuft einfach perfekt. Es läuft einfach perfekt. War unser erstes Gegentor. Ein sehr frühes, aber wir gewinnen das erste Spiel. Und Stefan Seuger ist reingekommen und hat sich direkt durchgesetzt. Läuft hart bei ihm. Wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt ab sofort immer erst in die Stimmen und dann in die Ergebnisse. Weil das macht mehr Sinn. So, unser Sieg war verdient. Die Erwartungshaltung der Fans sollte man nicht aufhalten. Wir müssen aber kühlen Kopf behalten. Trainer Florian Teichef. Es sah eigentlich ganz gut aus. Wir hatten zwei Situationen, die können auch drin sein. Nach den Gegentoren haben wir ordentlich den Druck erhöht und wurden zielstrebiger. Zum Schluss hat die letzte Überzeugung gefehlt. Trainer Pavel Dotschev, Duisburg. Zitat des Tages ist, die Saison ist wie ein Marathonlauf. Der wird auch nicht auf den ersten Metern entschieden. Trainer Benedetto Muzzicato, FC Viktoria Berlin. Dann gehen wir in die Ergebnisse. Freiburg teilt sich die Punkte mit Werl. Zwickau verliert gegen Wien Wiesbaden. Würzburger Kickers verliert gegen die Zweite aus Dortmund. Metten gewinnt gegen Havelse. Diesmal habe ich es hingekriegt. Hallescher FC gewinnt 5:1 gegen Viktoria Berlin. Türkische München gewinnt gegen Kaiserslautern. Viktoria Köln verliert gegen Osnabrück. Wir gewinnen zu Hause gegen Duisburg. Mannheim verliert gegen Braunschweig. Und Saarbrücken gewinnt klar gegen Magdeburg. Wir sind weiterhin Erster, dicht gefolgt von Osnabrück, die Absteiger, auch mit 9 Punkten. Dahinter 2 7er Punkte mit Dortmund und Saarbrücken. Und Zwickau hat den ersten Punkt, ne? Zwickau hat den ersten Punkt. Läuft gut. 3 Siege in Folge. Dann gehen wir in die Spieltagsstatistik und gucken mal. Von uns ist diesmal keiner drin. Spieler des Tages ist Julian Guttau von Hallescher FC. Zum ersten Mal nominiert, dann haben wir von Hallescher FC kein mehr. Grimaldi und Kreuz und Erdmann von Braunschweig, Saarbrücken. Von Kaiserslautern haben wir Sessa, von Meppen haben Piotek und Domaschke. Von Türkgücü haben wir Kale Gomez. Okay, cool. Voll der geile Name irgendwie. Von Dortmund haben wir Meloni. Dann haben wir Buck von Werl. Und von und Donko haben wir von Waldhof Mannheim. Bei Waldhof Mannheim können wir eigentlich auch mal gucken. Diesen Willi, da, den alle so hypen. Angekommen! Wir sind da, wir haben Sidi Sané auf Stufe 10 gescoutet, das heißt, er hat eine 58 im Sturm, ist aber 18 Jahre alt, das heißt, man könnte darauf ausbauen. Man könnte. Er ist nicht so langsam, also es wäre eine Möglichkeit, es wäre wirklich eine Möglichkeit. Wenn man guckt, so, wir haben da einen Bär mit 29 und einen Biancardi. Biancardi kann da nicht wirklich spielen. Das wäre halt wirklich dann eine Sache, wo man sagen könnte, okay, komm. Komm. Und er würde direkt einen Vertrag kriegen mit 50.000. Und wir müssen keine Ablöse für ihn bezahlen. Dann haben wir doch noch einen Konstantinopoulos. Ja, das wäre auch nicht. Okay, erstmal sieht es dann durchschnittlich. Kann mit seinen Flankenstürmer in Szene setzen. Unsicher bei Langweilen, sehr erfahren, ist sehr variabel einsetzbar. Schwaches Timing, mein Kopfballspiel. Aber das kommt noch alles. Dann haben wir ihn hier. Hat begrenztes Potenzial, da brauchen wir auch nicht wirklich gucken. Joe Scully, Pilgrims. So, und jetzt wird Tjaland und Martinovic werden gescoutet. Das ist auch schon mal sehr interessant. So, und jetzt, was wollte ich jetzt? Ich wollte bei Mannheim gucken, ne? Waldhof Mannheim. Marco Höger. Wo ist er denn? Ist das der? Ich weiß gar nicht.
Sie sagen immer nur Willi, aber gibt es überhaupt einen Willi? Martinovic, ja, Marcel Kossi. Aha. Ist das nicht dieser hier? Ja, Niklas Sommer. Ist sogar rechter Verteidiger. Kann man mal gucken, ne? Kann man mal gucken. Spieler scouten. Kevin Preller, hier. Kannst du den dann auch mal angucken? Das ist auch dieser gehypte Spieler. So, du, ihr habt hier in der zweiten Mannschaft Niklas Damm, Vincent Onbehau, Anne, Oberbergmann Tatz, Marcel Schmelzer, Koulibaly. Die wollen den Spieler nicht abgeben. Okay, das kann ich verstehen. Das ist auch schon mal so. Und Ansgar Knauf wollen den auch nicht abgeben. Kaufangebot? Verkaufen würden sie ihn wollen, aber da wollen sie nicht zu viel für. Da wollen sie einfach zu viel für. Leonard Maloney, Kaufangebot? 155.000. Ins Blickfeld nehmen. Spieler scoutend. So. Perfekt. Perfekt. So, für City Sané machen wir das. Haben wir das Angebot gemacht? Von der Offensive, ja, Mölders ist wieder fit. Was heißt fit? Er ist einfach nur wieder da. Kann auch direkt rein für Lex. Und du kommst wieder. Ja, er hat 2 Tore gemacht. Also ich kann mich nicht beschweren. 3 Spiele, 1 Tor. Mölders natürlich hier, 2 Spiele, 5 Tore. Das ist natürlich nochmal eine Schippe drüber. Aber man kann sich einfach nicht beschweren. Lang. Ja, Lang, ja. Bei dir war es nicht so gut. Bei dir lief es gar nicht. Kevin Golden, Daniel Wein. Biancardi hat auch wieder gespielt. Wer? Dalek, Steinhardt. Greilinger ist wieder fit. Dann kann man das ja anders machen. So, du kriegst eine Pause und wir machen das so. Du siehst wieder schon mal viel stärker aufgestellt. Du brauchst deine Pause. Genauso wie Moll. Der braucht eigentlich auch seine Pause. Dann darf er wieder von Anfang an spielen. Dann nehmen wir mit Mahnhardt. Nein. Nehmen wir Deichmann mit. Dann Deichmann. Der Rest kommt auch mit. Der Rest könnte auch 10er spielen. Der Neudecker. Dressel. Ja, dann machen wir das so. Dann kommt Kötzsch noch mit. Mannhardt, ja, was soll ich machen? Ne? Ich habe nicht wirklich die Auswahl jetzt von Starspielern hier. Lex kriegt auch eine komplette Pause. Linsbicher. Mölders muss ja spielen, aber danach haben wir erstmal 2 Wochen Pause anscheinend. Nee, danach haben wir 1 Monat Pause. Haben wir danach 1 Monat Pause? Ach, ich bin runtergescrollt. Danach haben wir 1 Woche Pause, bis wir gegen Holstein Kiel spielen. So, dann würde ich sagen, ich beende die heutige Folge hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ihr könnt mir auch immer wieder Kommentare in die Gruppe schreiben, wie zum Beispiel Martinovic von Mannheim. Thomas G hat ja auch gefragt, ob Transfervorschläge erwünscht sind. Ich habe gesagt, immer raus zu bin für jedes Kombi und jeden Vorschlag dankbar. Und er freut sich natürlich auch, die Serie zu verfolgen. Das freut mich. Ich hoffe, ich mache es auch angenehm für euch zu gucken. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann. Wie der Sound so ist. Ob ich da noch irgendwie Einstellungen machen soll. Weil für mich ist das ja so, ich gucke mir das nur kurz an, denke, der Sound, okay, klingt in Ordnung. Und ich gucke mich ja dann nicht nochmal komplett an. Außer wenn ich mich schneide. Aber da ist der Sound ein bisschen leiser gestellt, weil ich ja nur wissen muss, wann ich rede, wann ich huste und wann ich Pause mache, weil ich gar nichts sage. Wie zum Beispiel einfach nur der Ladebildschirm, weil sonst wäre es zu lange für euch. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch wirklich gefällt, könnt ihr mir auch gerne kostenlos abonnieren. Damit ihr keine Folge davon verpasst, könnt ihr auch die Glocke aktivieren.
Weil ich habe jetzt vor, jeden Montag und Freitag eine 18:60-Folge hochzuladen. 17 Uhr wird die Uhrzeit sein. Immer um 17 Uhr, montags und freitags, kommt eine Folge. Es wird immer variieren zwischen 2 und 3 Spielen, kommt drauf an. Jetzt wollte ich die zweite Folge halt fertig schneiden. Und die von Freitag wird wahrscheinlich 3 Spiele haben. Da werden wir wahrscheinlich dann gegen Kaiserslautern, Holstein und Osnabrück. Holstein Kiel und Osnabrück spielen. Und das heißt, das ist auch die DFB-Pokalfolge. Die DFB-Pokalfolge. Da bin ich echt gespannt drauf, weil Holstein Kiel ist nicht so viel stärker. Da hätten wir sogar eine Chance, weiterzukommen. Außer natürlich, sie steigern sich noch vom Potenzial oder wir holen den einen oder anderen Spieler selber für uns. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass